this was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Und damit hallo und herzlich willkommen zu V Rising und ja, ich denke mal einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich habe es damals im Early Access schon mal gespielt, kurzzeitig. Ist dann aber, naja, wieder beendet. Und ich habe mir jetzt gedacht, zum Release gucke ich doch einfach nochmal rein. Und wenn es mir Spaß macht, dann werden wir wohl ein längerfristiges Let's Play daraus machen. Kann ich näher ran? Nee. Wir haben alle sehr markante Wangenknochen, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Schön. Ich glaube, ich gehe mit ihr. So, Frisur. Ja, DLCs habe ich noch nicht alle. Da kann oder werde ich nachlegen, wenn mir das Spiel wirklich gefällt, wenn wir längerfristig dabei bleiben sollen. Jetzt so auf Verdacht hole ich es mir erstmal nicht. Die ist doch ganz nett, die Frisur. Da wäre noch. Oh, die ist noch besser. Haarfarbe. Gibt's hier ein Weiß? Ein richtiges Weiß? Nee, ne? Das ist das, was im Weiß am nächsten kommt. Aber so sehen wir irgendwie Unifarben aus. Vielleicht nicht ganz so blass. Wir sind ja gut genähert, ne? Hm. Jetzt sehen wir doch zu. Zubehör. Ah, ich glaube, das ist schon okay. Ein Bart haben wir nicht. Ein paar Ohrringe. Vielleicht, wieso nicht? Die sieht man eh nicht. Die sieht man so ein bisschen. Wie sieht die Brille aus? Och, finde ich ganz niedlich. Mit der Brille.
Abschließen. Ein typischer Vampirname. So, dann raus aus dem Sarg, würde ich sagen. I have risen again. Katsching, da sind wir. Sammle Knorren. I remember. Weg? Soll ich die nicht kaputt machen? Lass mal wieder so ein bisschen hier. Ne, die kann ich nicht kaputt machen. An die Steuerung gewöhnen. Wir sind ein wütender Vampir. Bei der Bewegung in Richtung Klippe links Shift halten. Ah. Da sind doch Knochen, oder nicht? Hm. Okay, vielleicht kriegen wir hier keine Knochen. Aber Steine kriegen wir. Ich weiß nicht, ob da sonst noch was drin sein kann. Ist ja möglich, ne? Selbst wenn nicht, Steine können wir brauchen. Ach so, da muss ich mir was mit dran gewöhnen. Ne, da kann ich nicht runterspringen. Blickrichtung mit der Maus. Jo, da sind wir draußen. Ein Skelett. Knochen. What? An achievement for sure. Herstellung. Da. Knochenschwert. Können wir den Ring auch? Nee, noch nicht. Aber wir haben schon ein Schwert. Ist schon mal gut. Ich mach den Ring. Sie den jetzt angelegt? Ich denke, ne? Die Ratten sind hier um hoch. Blut wieder aufzufüllen. Another.
accomplishment. Cool. Schattenblitz. Okay. An achievement for sure. Was ist das? Blutritus, Blocke 1,15 lang. Okay. Schnell voll. Ist da drüben jetzt eigentlich auch noch Gräber übersehen? Nee. Glaub nicht. Ja, wieder ein bisschen näher an hier. Obwohl, das war zu nah. Ja, wie ich es mit den Uploads machen, so. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Ich werde jetzt auch erstmal die ein oder andere Folge vorproduzieren. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit, aber ich denke mal, die ersten 6, 7, 8 bis 10 Folgen werde ich erstmal im Voraus aufnehmen. Weil ich ja eigentlich bei mehr als 3 Let's Plays schnell an meine Grenzen des Möglichen stoße. Das kann also auch sein, dass wir V-Rising im Wechsel mit einem anderen Spiel machen. Ist ja davon abhängig, wie es mir gefällt, wie es euch gefällt. Ich habe V-Rising damals relativ lange gespielt eigentlich. Und habe dann aber neu angefangen, uns aufzunehmen. Und da war dann irgendwie zu dem Zeitpunkt die Luft raus für mich. Bisschen, na, wie heißt es denn noch? Kontra gegen, okay. Das heißt, wir müssen gleich noch den Schild benutzen. So, auch hier gilt eigentlich, was für alle meine Let's Plays gilt. Es geht hier ganz in Ruhe. Ohne Stress. Ich habe nichts gegen Tipps in den Kommentaren, also immer raus damit.
eigentlich sogar sehr lieb. Weil ich sehe mir zum Beispiel irgendwelche Tutorials oder Videos normalerweise nicht an. Von daher nehme ich Tipps und Tricks aus den Kommentaren sehr gerne an. Ich frage mich die ganze Zeit, ob man hier auch... eine bessere Rüstung oder so bekommen kann. Oder Waffen oder irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Müssen dann auch mal sehen. Wegen den Einstellungen. Ich habe da eben nichts gefunden, dass ich oder wie viele Basen ich quasi machen kann. Okay, ich denke, wir können uns so langsam aufmachen in den Wald. Und hier ist ja noch schön, hier haben wir die ganze Zeit Schatten. Ja, schon eine kleine Nachteule. Habe ich gerade gesagt, hier ist die ganze Zeit dunkel? Das ist wohl nicht so. Wir müssen... da. Guck jetzt die ganzen Knochen her. Ich kann noch Gegner dann sehen. Okay, jetzt muss ich hier immer noch gucken. Oder sind die jetzt schon wieder respawned? Sind wieder respawned, oder? Ja.
Ja, jetzt hauen wir wieder ab. Versprochen. Lass mich nicht mehr auffallen. Außer von der Ratte. Wo ist überhaupt meine Blutanzeige? I don't know. Ich würde sagen... Da. Ach, guck mal. Achievements gab es damals auch noch nicht anscheinend. Ah, sie kann auch rein rum. Ah, Sonne. Ich hasse Sonne. Recognize my power. Au. Knochenschild, Brust. Ah ja, okay. Machen wir das da direkt mal. Da. I require more resources to make that. Brauche ich denn da? Robuste Tierhaut, okay. Die hat man noch gar nicht. Blutvorrat. Da muss ich mich auch erstmal wieder reinfummeln. Hier hinten rüber. Na endlich, Dunkelheit. Bösartige Sonne weg. Ich weiß auch noch nicht genau, wo wir uns niederlassen. Kamera drehen. Farbenwald. Okay. Ey, hör auf mich zu beißen. Lecker. Blut. Herstellung. Ah. Bewegungstempo durch den Wolf. Okay. Yet another accomplishment. Knochenäxte, Knochenkeule. Okay. ...5,1 physische Kraft. Recognize my power. Töte Lebewesen. Okay. Da war auch irgendwas mit Schwertern. Hat man, glaube ich, am besten Fasern und so abarbeiten. Mit der Axt Holz. Und ich nehme an, mit der Keule. Du bist aber groß, oder sind da nur so was? Mit der Keule dann. Hier, Dingenskirchen. Stein. So war das. Sprintfähigkeit. Das haben wir schon gemacht. Hui.
Wolf. Ich brauche den Wolf. Schlupf. Verdorbenes Herz. Ich konnte mal hinterher in irgendwelche Dinger reinschmeißen, ne? Wir gehen jetzt mal auf Wölfe, glaube ich. Einfach wegen dem Buff. Nicht denn da noch? Okay, ein bisschen Stall. Schlossherz. Wenn wir uns die erste Behausung bauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Loot gab. Ja, doch, gab's. Auch gerade aus den Kisten hinter in den Siedlungen und so, ne? Hier noch irgendwo ein paar Wölfchen. Ich glaube, dass das so ist, wenn man von einem trinkt. Ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung. Wir können ja auch mal so ein hüpfendes Reh hier. Was war denn das? Wer bist du? Wieder runtergegangen, oder? Blutqualität. Ich bin noch nicht sicher. Ich trinke das jetzt alles. Das können wir später machen. Einfach damit wir die Quest jetzt fertig bekommen. Wie auch Menschen und Rehe. Oh, ups. Ich glaube, hier irgendwo in der Gegend hatte ich mal. Hatte ich hier gebaut? Nee. Oh, was ist das? Will ich das einsammeln? Feuerblüte. Hätte ich jetzt das Schwert nehmen müssen, ne? Warte. Ja, drei. I don't have the proper tools. Wow. Er hat schon Power, oder? Wenn ich die Kräuter so angucke.
Mal gucken. Oh oh. Keine gute Idee. Oh. Genau. Ach ja, da war auch was mit der... Mittels der Karte kannst du die perfekten Bauplätze erkennen. Die perfekten. Okay. Oh, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich nehme mal das. Schalte das Baumenü ein oder aus. Okay. Dich befreit von den bösen, was auch immer, Banditen. Schurke. Die kann ich aber noch nicht, ne? I don't have the proper tools. Nein. Glaube ich, hinterher viel reisen. Wegen den Rohstoffen, nehme ich mich da. Ich würde eigentlich gerne noch vielleicht hier so hin irgendwo. Oder hier. Dass ich möglichst zentral bin. Ich glaube, hier und hier waren Siedlungen oder hier. Na, Tag. Ich hasse Sonne. Da kommt ein fetter Bär. Wie weg. Oh Gott. Hier ist ja nirgendwo mehr Schatten. Ah, ich brauche Schatten. Böse Sonne. Stufe 18. Ui. Hier ist aber fast doppelt so groß wie wir. Herstellen wir nichts Neues, ne? Nein. Geräte. Kupfer. Rauer Faden. Leder. Blutrose. Oha, ah. Okay, 119 Meter, soll das jetzt der perfekte Platz zum Bauen sein, oder was? Ich traue mich jetzt gerade nicht auf die Map zu gucken. Hier rüber 119 Meter? Banditenlager, entweiter Friedhof. Gucken wir mal. Nee. 32 Meter. Hm. Das wird
bedeutet das? Ich will keine Bäume fällen. Hör auf. Der gibt uns Schatten. So, was haben wir denn? 12 Uhr mittags. Da müssen wir jetzt am Anfang ein bisschen mehr drauf achten, auf die Sonne. Ich glaube, hier mit der Wolfsgestalt war es, glaube ich. Da ging es 119 Meter in die Richtung. Ach so, das sind jetzt alles super Bauplätze, die er mir vorschlägt. Nehme ich mal an. Okay. Sehen. Sobald es dann wieder dunkel ist. Aber ich würde noch sagen, das soll es dann auch für die erste Folge gewesen sein. In der nächsten Folge können wir uns dann hoffentlich wieder hier aus dem Baum rauswagen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach unserem ersten Bauspot. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.